Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Startwoche. Ich habe die Stadt kennengelernt. Ich kannte die vorher nicht, weil ich nicht hier aus der Gegend komme. Ich habe die Uni kennengelernt. Ich konnte mich dann an meinem ersten Tag hier wirklich auch gleich zurechtfinden dank der Startwoche. Ich habe nette Leute kennengelernt, mit denen manchen von denen ich heute noch Kontakt habe, was total schön ist. Die Arbeit in der Stadtwoche ist ja eine Aufgabe zu lösen. Also das müssen alle machen und das wird in kleinen Gruppen geschehen. Und das ist durchaus manchmal auch stressig und manchmal vielleicht auch nicht so befriedigend, weil man selber seine eigene Idee vielleicht nicht so einbringen kann. Und dann gibt es Auseinandersetzungen und dann ist vielleicht doch mal jemand nicht da und so. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn man sich wirklich einbringt und auch sich darauf einlässt, dann ist es, glaube ich, für alle gewinnbringend. Und man lernt eben ja gleich schon auch ein bisschen so, wie das läuft, in einem Team zu arbeiten. Und auch, dass man ein Projekt macht, einfach schon mal zusammen, dass man schon mal was zusammen erlebt hat. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass es so was Besonderes ist, auch, dass es das nicht so vielen Unis gibt. Und dass man dann gleich schon vielleicht so ein Gefühl entwickelt, dass man irgendwie mit der Uni auch verbunden ist, dass es nicht einfach der Ort ist, wo man studiert, sondern dass es vielleicht auch so ein bisschen der Ort ist, wo man sich wohlfühlt und wo man viel Zeit verbringt auch. In der Freizeit habe ich auf jeden Fall vor, dass wir einen Abend an den Stint gehen, um einfach mal so das Nachtleben leicht zu erkunden. Das haben wir letztes Jahr gemacht, das haben wir mit unserem Tutor gemacht. Und das war total nett. Mal gucken, worauf sie sich einlassen. Gerne zwischendurch ein Eis essen, einfach einen Kaffee trinken, einfach den Raum und die Zeit geben, ein bisschen zu quatschen. Kommt mit Freude, lasst euch einfach mal drauf ein.